Ja, Jörg Johanning sitzt neben mir hier vom Oldenburger TB und ich freue mich sehr, dass ich hier in gewisser Weise ein Heimspiel habe, denn ich war selbst mal Trainer in diesem Verein, jetzt momentan nicht mehr, aber es heißt ja nichts für die Zukunft. Stell mal vor, dein Verein, was ist der Oldenburger TB? Also wir sind ja ein Großverein hier in Oldenburg mit mehreren Sparten, auch andere Sportarten, nicht nur Volleyball. Im Volleyball sind wir 400 mittlerweile, so würde ich sagen, circa 400 Mitglieder. Mhm. Größerer Teil Jugendlicher. Wir haben angefangen mit einer ganz kleinen Jugendabteilung vor 7, 8 Jahren. Das waren vielleicht 2, 3, 4. Ich würde sagen, dass wir mittlerweile 60, 70 Jungs haben oder 50 Jungs vielleicht. Auch über mehrere Altersklassen oder eigentlich mittlerweile über alle Altersklassen. Und Mädchen auch, 40, 50 Mädchen sind es auch. Wo fängt das an? In welcher Altersstufe? Also wir fangen an mit dem, also wir haben jetzt die Jüngsten, sind Jahrgang 2008, 2007. Das ist so die U10 bei uns, so eine Ballspielgruppe. Grundschulalter, 2. Klasse, 3. Klasse. Mhm. Jungs, auch Mädchen. Und dann haben wir eine Gruppe, die schon ein bisschen länger spielen dann, so 2, 3 Jahre. Die sind 20, 25 Jungs, das sind die, die wir eben da gesehen haben, die aber alle noch U14 spielen können, im Wesentlichen, auch wenn wir da jetzt auf U16-Niveau schon trainiert haben. So, das sind dann einige 2004er bei, aber im Wesentlichen sind es 2005er. Mhm. Dann haben wir eine Gruppe, die spielt U16, U18, das sind auch 20, 25 Jungs, 20 würde ich sagen. Und dann die Gruppe, mit der wir angefangen haben, bei den Jungen, das ist mittlerweile U20, U18. Wie kommt ihr an diese Jugendlichen ran? Wie gewinnt ihr die neu? Das sind natürlich eigene Kinder mit dabei. Es sind dann auch Freunde von denen. Es sind aus dem Umfeld der Freunde, ne, aus der Schule. Ich bin an der Schule tätig und über diese Schule kommen einige, aber nicht nur das, sondern auch aus anderen Schulen in Oldenburg. Und im Grunde ist das Entscheidende, dass man so begeisterte, sportbegeisterte Kinder hat und um diese Kinder herum, würde ich sagen, rekrutiert sich das dann. Ne? Mhm.